Die Freiwilligen dieser Einheit eroberten die Hafenstadt Mariupol zurück, neben der Armee. Im sogenannten Azov-Bataillon finden sich ebenfalls Rechtsradikale. Wie alle Bataillone bilden sie im Krieg die Vorhut. Sie säubern, sagen sie, im Häuserkampf. Die Armee bleibt hinten. Ihr Kommandeur, ein Neonazi. Neuerdings steht er in Kiew. Neben dem ukrainischen Justizminister. Sie lächeln sich zu. Der Minister preist den Heldenmut des Heimatverteidigers. Vor der Presse präsentiert der Justizminister zwei gepanzerte Wagen. Die habe man dem Azov-Bataillon geschenkt. Der Kommandeur mit der Wolfsangelrune auf der Tasche freut sich. Nazis im Kriegsgebiet, ist das klug, fragen wir. Ich denke, da wird es keine Probleme geben. Die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit dem Azov-Bataillon läuft gut. Die Bataillone erfüllen eine verantwortungsvolle Mission, die Ukraine im Osten zu schützen. Im Osten kämpft auch er, der Kommandeur des größtenteils nationalkonservativen rechten Sektors Dmitri Jarosch. Brüchige Waffenstillstandsvereinbarungen, weil es auf beiden Seiten einen permanenten Machtkampf zwischen Hardlinern und Kompromissbereiten gibt. Freiwilligenbataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken etwa die Regierungsseite. It was a great pleasure for me to have the opportunity to have my first extended meeting with President-elect Poroshenko and to hear about his plans for a peaceful and prosperous. Я одного коректировщика, це я не побоюсь того сказати, да, ми його мучили. Ми йому брали плоскогубцями за сосок. В нього він болю не чує, ну, взагалі болю не відчуває. Брали йому голки під ногті, він співав рідна мати моя з ростовською припискою. З пропискою з Ростова, да. Er wusste auch die Landung der Alliierten in der Normandie teilnehmen. Nazis im Kriegsgebiet, ist das klug, fragen wir. Ich denke, da wird es keine Probleme geben. Die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit dem Azov-Bataillon läuft gut. Die Bataillone erfüllen eine verantwortungsvolle Mission, die Ukraine im Osten zu schützen. Blumen für den Neuen. Präsident Poroschenko gratulierte dem soeben vereidigten Außenminister Klimkin. Der Ex-Botschafter in Deutschland gilt als erfahren und proeuropäisch, ein wichtiger Mann also für den Präsidenten. Der neue Chefdiplomat soll Rückendeckung sichern für Poroschenko, der sogleich ein Signal sendet Richtung EU. Das ist also genau das, was der Präsident auch möchte, was ich unterstütze und was ich glaube, was ein wichtiger Schritt ist, um auch gerade die russischsprachige Bevölkerung stärker sozusagen mit einzubeziehen. Die Kanzlerin versprach der Ukraine wieder Aufbauhilfen. Sie kündigte Bürgschaften in Höhe von mehr als 500 Millionen Euro an. Der ukrainische Präsident griff zu historischen Vergleichen. Wir erinnern uns alle an den Marshallplan, der dem Europa der Nachkriegszeit geholfen hat. Heute erleben wir den Beginn des Merkel-Plans für den Wiederaufbau der Infrastruktur im Donbass. Vereinbarungen, weil es auf beiden Seiten einen permanenten Machtkampf zwischen Hardlinern und Kompromissbereiten gibt. Freiwilligenbataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken etwa die Regierungsseite. Barack Obama sagte dieser dem designierten ukrainischen Staatschef umfassende Hilfe im Konflikt mit Russland zu. Dabei gehe es um Unterstützung der am Boden liegenden Wirtschaft sowie um Hilfen bei der Ausbildung von Militär und Polizei, so Obama. Poroschenko kündigte an, schon bald nach seiner Amtseinführung am Samstag einen Plan zur Befriedung des Landes vorzulegen. Nazis im Kriegsgebiet, ist das klug, fragen wir.
Ich denke, da wird es keine Probleme geben. Die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit dem Azov-Bataillon läuft gut. Die Bataillone erfüllen eine verantwortungsvolle Mission.